Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und heute geht es weiter mit Road to Commander. Und im letzten Part haben wir es geschafft, zu Level 18 zu kommen. Das ist übrigens der fünfte Part. Die anderen vier sind auch oben. Ich würde euch empfehlen, die auch nur anzuschauen, bevor ihr das Video guckt. Oder ihr könnt das Video gucken und dann die anderen vier. Wie ihr Lust habt. Auf jeden Fall haben wir im letzten Part Schaft für unsere Lieblingswaffe freigeschaltet. Die Swag. Swag 556. Und ja, mit der werden wir wahrscheinlich spielen. Und im letzten Part haben wir übrigens einen Fly for alle Part gemacht. Da habe ich fast nur Fly for alle gespielt. Allerdings soll das natürlich nicht immer so gehen. Deswegen werden wir jetzt mal eine Runde Herrschaft spielen. Ich kann nur eins sagen, und zwar bin ich im Herrschaft nicht so gut wie auf anderen, in anderen Spielmodus, wie zum Beispiel in Fly for alle, Team Deathmatch oder ja, oder Abschluss bestätigt, weil ich Herrschaft nicht so oft gespielt habe. Und es nicht so mein Ding ist, muss ich ehrlich gestehen, aber wir können uns ja an alles gewöhnen und das Spiel ist gleich leider auch vorbei. Daran kann ich aber im Road to Commander leider nichts ändern, also wenn ihr euch beschwert, dann haltet wenigstens alles steif, während ihr euch beschwert. Oh, da ist einer, da ist ein Gegner. Easy, locker flock, ich danke für den Kill. Danke für die ganzen MP, du weißt Bescheid. Oh, easy, vielen Dank, Alter. Oh nein, ich muss echt, okay, warte, Moment mal, nein, nie wieder, nie wieder. Nie wieder. Wird gesichert. Endlich. Nie wieder, Alter. Nie wieder. Ich werde nie wieder. Okay, wir dürfen aber nicht verlieren. Auf Kreis messern wollen. Auf B meine ich. Sorry, wir sind ja nicht auf der PS3. Da kommt einer gleich. Übrigens, ich liebe Schaft auf dieser Waffe. So geil, ne? Ich liebe es. Orbitalsatellit easy. Ich liebe Orbitalsatellit hier. Allerdings, wenn die Gegner Orbitalsatellit haben, dann rage mit ich. Frag mich nicht, wieso. Verbündeter Tarnhelikopter unterwegs. Okay, das Spiel ist gleich vorbei. Oh shit, und wir haben doch verloren. Nein. Komm schon, ein Kill noch, ein Kill noch. Nein! Ah, der kam da von der Seite angeflogen wie so ein Geist, Alter. Oh, ja, töte mich natürlich. Kurz vorm Ende. Ja, wir haben leider verloren. Ich bin zum Schluss noch reingejoint. Mein Team hat mal wieder schlechte Arbeit geleistet, aber ich will gar nicht rummeckern. Weil die Tarnung extrem geil ist, deswegen. Bam. Übrigens ein sehr grandioser Kill, muss ich sagen, ne? Also eins der besten Kills, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Niederlagen sind inakzeptabel. Niederlagen sind inakzeptabel. Du bist auch inakzeptabel. Rot zum Burnage. Wir haben das Spiel mit der 1er KD verlassen, was ziemlich schlecht ist. Aber YOLO. Okay. Gut, spielen wir mal eine Runde Abschluss bestätigt und danach wahrscheinlich noch eine Runde Herrschaft. Für ein bisschen Abwechslung, ihr wisst Bescheid. Ich werde übrigens nicht nur mit der Swag 556 spielen. Ich weiß, sie hat SWAT, aber ich habe sie Swag genannt, okay? Sondern wir werden natürlich auch andere Waffen spielen. Zum Beispiel die MSMC, wenn ich sie endlich bekommen würde. Noch wie viele Level? Noch 10 Level. 10 Level. Krass, Alter. Können ja auch mal demnächst mal snipen. Könnte ich schon mal, oder mit der Schrotflinte spielen. Die ist ganz cool. Aber ich bevorzuge am meisten. Die KSG hat die meiste Reichweite. Das ist das Gute. Aber ist erst ab Level 34 verfügbar. Und die B2-3R haben wir in einem Level freigeschaltet. Ist die beste Secondary meiner Meinung nach. Und wir spielen auf der besten Map übrigens. Wenn wir natürlich eine Lobby hier finden würden, sollten. Und ein paar Leute haben mir gesagt, dass ich doch mein Emblem erstellen kann. Hier kann ich mein Emblem erstellen. Habe mich letztens gewundert, weil ich war so, ich habe so, also ich kam hier so Kaserne, Emblem-Editor, ich kann hier ja gar nichts machen, ne? Ja, wieso nicht, so dachte ich mir. Und ich musste nur einmal kurz runtergehen. Aber irgendwie war da gar kein Symbol zum Runterzeigen, also. Ja, jetzt weiß ich wenigstens. Und gleich können wir uns auch übrigens ein Emblem erstellen, damit wir eine personalisierte, personalisierten Account haben. So richtig cool, ihr wisst Bescheid, Alter. Okay, los geht's. Easy, locker, flockig. 30 zu 100, 100 zu 0. Genau. Okay, los geht's. Concentration. Keine Gefangenen machen. Keine Gefangenen. Yay! Komm her, Teammate. Wie viele Leute sind hier? Was? 3 gegen 3 ernsthaft, Alter? Da läuft einer, da läuft einer. Ich mag den Sniper gar nicht, Alter. Das scheint mir unsympathisch. Da ist einer. Nein, 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 nein!
Ey, Leute, ohne Scheiß, wisst ihr, woran das liegt? Das liegt jetzt ohne Scheiß, ne? Daran, dass ich schon wieder meine... Also das Problem ist irgendwie, ich finde Messern und hinlegen gleich wichtig, muss ich sagen. Wo ist er? Wo ist er? Hä, wo ist er denn? Was? Wo hat er sich verpisst? Ey, wo bist du? Komm her! Wieso ist er da schon wieder? Hab das nicht ganz verstanden. Okay, die spawnen jetzt alle da. Aber nochmal hier kurz zur Sicherheit hingucken. Aber das sind die... Ah, jetzt kommen vier. Jetzt sind vier schon drin, ne? Vier sind drin, okay, keine Panik. Da kommt einer hier rein, hundertprozentig. Ich verzeihe für mein, ich entschuldige mich für mein Aiming. Aber das Problem ist einfach, immer wenn ich anfange zu spielen, dann passiert sowas. Und da es heute mein erstes Spiel des Tages ist, werde ich ein schlechtes Aiming haben. Außerdem sind die auch... Okay, ich... Oh mein Gott, ich kann echt nicht spielen, Alter, ernsthaft nicht. Ich habe daneben gemessert, ich hätte den viel früher killen können. Dann wäre es viel einfacher gegangen. Feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Okay, die sind bestimmt hier. Oh, das ist mein Teammate. Hinter mir ist einer. Kein Ding. Drohne steht bereit. Abschuss bestätigt. Alles wird gut, jeder ist mal auf Droge. Wir haben den Vorteil erhoben. Ja, jeder nimmt mal Drogen, definitiv. Hunter-Killer-Drohne bereits. Okay, zwei Kills müssten das sein. Verbündete Drohne nähert sich. Ernsthaft, nur ein Kill, Alter. Mein Aiming ist so schlecht, ne? Ernsthaft, schlechtestes Aiming ever. Wisst ihr was, ich werde einfach seine Vorräte nehmen. Achtung, gib mir deine Scheiß... Wo bist du, du Penner, Alter? Nein, 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 nein! Mein die Scheißmessern! Ich sollte doch lieber bei den anderen, bei der anderen Steuerung bleiben. Ich habe so das Gefühl, ich werde mich bis zum nächsten Jahr nicht da, dran gewöhnen irgendwie. Das Ding ist, ich will ja auch gerne messern, so ist es ja nicht, ne? Weil das Ding ist, es wird mir immer voll zum Verhältnis. Ja, das war gerade der größte Fehler. Mach das nie. Niemals. Niemals die Tags irgendwie an der ersten Stelle sitzen. Das Wichtige ist für mich, dass wir erstmal gewinnen. Weil je mehr ich gewinne, desto mehr Punkte bekomme ich. Was? Ernsthaft? Ist das dein Ernst, kleiner Sniper? Ist das dein Ernst? Hast du zu viel Drogen genommen oder was? Ah. Was? Was für ein... Das sieht aus wie so ein Sniper! Wieso hat er diese Waffe in der Hand, Alter? Achtung, feindlicher Blitzschlag. Nein, 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 nein. Oh, mein Team spielt so wieder so schlecht, Alter. Lernt spielen. Ernsthaft, Teammates, bitte. Okay, neuer Host, alles gut. Keine Panik. Meine Teammates können noch nicht spielen, ey. Das pisst mich auch immer an, weil... Ich bin so ein Gewinnermensch. Ich hasse es wirklich zu verlieren. Und wisst ihr was, es kostet, da es mich extrem anpisst, dass ich mit der Steuerung nicht klarkomme, werde ich wohl wieder auf Taktik spielen müssen. Was mir natürlich extrem leid tut, ne, ihr wisst Bescheid. Aber ich merke jetzt schon, ich bin kein Host. Wieso ich kein Host bin? Einfach, weil ich immer Pech habe. Okay, die müssten von da kommen. Die Frage ist natürlich, wieso die da von da kommen müssten, ne? Oh, der ist tot. Abschuss verwehrt. Ja, definitiv. Ich spiele gerade so grottenschlecht, aber was soll ich machen gerade? Mein Teammates spielen schlecht. Ja, definitiv, auf jeden Fall. Jeder nimmt mal Drogen. Okay, die kommen gleich von hinten. Ja, definitiv. Ich wusste es. Teammate, kill ihn oder du stirbst gleich. Ich töte dich. Gut gemacht, kriegst einen Keks. Wow! Mann, 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 mein Teammate geht ab, Alter. Abschuss bestätigt. Ich will echt nicht immer flamen oder sowas, ne? Aber ab und zu muss man flamen. Natürlich! Oh mein Gott, Alter! Nein! Penner! Oh mein Gott! Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Abgeschossen. Achtung, feindliche Hunter-Killer-Drohne unterwegs. Ja, flieg auf mich bitte. Nein. Nein! Ich bin immer so aggressiv, ne, wenn ich das Spiel spiele. Ich bin einfach so aggressiv, immer und immer wieder. Es tut mir so leid. Natürlich, komm. Ja, flieg auf mich. Danke. Gott. Feindliche Vorräte unterwegs. Meine schlechteste Runde bis jetzt, Alter. Kein Plan, was los ist. Ich, aber auch so... Wisst ihr, man ist so... Keine Ahnung... Es ist zu hart irgendwie. Teammate, du erledigst alles, okay? Ich glaube an dich.
Ich spiele gerade richtig, richtig schlecht. Meine Hände schwitzen vor allem so, als wäre ich irgendwie aufgeregt oder so. Als wäre das mein erstes YouTube-Video oder sowas, kein Plan. Wir sind in Front. Ich weiß selber nicht, was los ist, ey. Ich würde das gerne aufheben. Werde ich auch gleich, wenn ich den kille. Scheiße, den kann ich nicht killen. Ich bin zu low. Ich muss hier reingehen. Da kommt von da, kommt einer. Nein, na, den hätte ich bekommen müssen. Wenn ich schneller gewesen wäre, dann hätte ich ihn bekommen. Wir haben die Führung verloren. Okay, das Problem ist, meine Hände schwitzen so stark irgendwie. Abschuss bestätigt. Und ich bin ganz ehrlich, ne, wenn die schwitzen, ne, dann rutscht das immer so. Okay, das klang jetzt pervers. Ich meine natürlich, ich vergleiche das mit auf der Rutsche rutschen. Keine Ahnung. Das sind die, zu viele. Wenn ich da jetzt losgehen werde, wäre das Selbstmord. Bam. Warte, ich, das. Tada, bis dann. YOLO. Da kommt einer, 100%ig, 100 pro. Oh, da kommen zwei. Da kommen fünf. Ja, gut gemacht, Teammate. Alter Schwede, ich bin stolz auf dich. Nein, er hat mein Teammate noch gekillt. Ich wollte ihn... Nein. Es hätte mir ein bisschen bewusst sein sollen, dass die da noch spawnen werden. 20 zu 13, das ist echt peinlich, Alter. Ihr wisst ganz genau, wie ich spielen kann. Ihr wisst es ganz genau. Wir gewinnen diesen Kampf. Aber ich sag mal so, solange ihr positiv seid, werdet ihr eurem Team immer helfen. Und die werden jetzt alle da rauskommen, 100%ig. Nimm das. Jetzt haben die Angst. Okay, na oh nicht. Ich gehe lieber weg. Oh, da ist ein Tag. Vorräte unterwegs. Okay, da ist gerade ein Teammate gespawnt. Der ist dumm, wie ich blut, Alter. Und der kann nicht zielen, Alter. Und das ist ein Spasti, Alter. Stirbt alle, ihr Wichser, alle. Abschuss bestätigt. Bam. Drohne erwartet Befehl. Ist eine Granate. Nein! Oh, das war so schlecht gerade, ne? Das war richtig schlecht. Wir haben die Führung übernommen. Hunter-Killer-Drohne in Bereitschaft. Töte jemanden. Gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Verbündete Hunter-Killer-Drohne. Ich mag Hunter-Killer-Drohnen. Die sind so OP irgendwie. Die sind ultra OP. Okay, da kommen jetzt... Nee. Wisst ihr was? Wir werden die flankieren. Das müsste klappen eigentlich. Weil die zu blöd sind, um sich umzudrehen und sie keine Drohne im Moment oben haben. Komm, zeig dich. Da bist du. Was macht der da, Alter? Er macht die Ecke, er wollte sie ficken. So, den hier, ne? Ja, natürlich. Oh, da ist er. Nein, von links, ich wusste es. Ich wusste auch in dem Moment, dass ich sterben werde, weil ich mit der Ecke beschäftigt war. Okay, das klingt komisch. Es ist nicht so, wie ich... Anhört! Du Penner, Alter! Es ist echt peinlich, Alter. Ich schäme mich wirklich dafür gerade. Vor allem meine Hände schwitzen so, als wäre das mein erstes YouTube-Video. Oh nein, lass mich in Ruhe, du Penner! Okay, lass mich hier lang gehen. Ins Haus! Nein! Dieses Geschütz, ne? Ist keiner aus meinem Team in der Lage, dieses Geschütz auszuschalten? Ist es denn so schwer? Ja, Teammates, alles wird gut. Alles wird gut, natürlich. Aber wir sind trotzdem noch am Gewinn. Solange wir am Gewinn sind, ist alles gut. Ja, töte mich bitte. Danke. 26 zu 18. Aus irgendeinem Grund bin ich nicht mal Erster. Ich bin echt schlecht, Alter. Wir haben den Vorteil. Und dieses Spiel irgendwie, ne, das geht gar nicht voran irgendwie. Das dauert schon 10 Minuten. Nimm das! Easy, locker flockig aus der Hüfte. Oh oh! Mein Gott! Du Penner! Tut mir leid, Leute, ich sollte nicht so laut sein. Ich will auch gar nicht so irgendwie, ne, aggressiv sein oder sowas. Aber. Abschuss, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht vom Wut, der auf einmal kommt! Alter, ja, super. Ganz gut gespielt, auf jeden Fall. Ja. Bin auf jeden Fall stolz auf dich. Oh, ey, guter Spawn. Da kommt er raus. Komm los, stow dich doch. Gut gemacht, auf jeden Fall. Respekt, Digga. Ein paar Leute sagen jetzt wahrscheinlich, du bist ultra schlecht. Kann ich auch nachvollziehen. Ich könnte euch sagen, wie schlecht ich bin. Und der war wenigstens schlauer als ich und ist nicht sofort hochgeklettert. Weil ich hatte es erwartet, dass er so dumm ist wie ich und sofort hochgeklettert wäre. Er hat meine Waffe aufgehebt, aber niemand ist mit meiner Waffe so gut, wie ich bin. Die kommt von da, oder? Oder von da, oder von da, oder von unten. Kein Plan, Alter. Na! Wir verlieren sogar. Kommt schon, Teammates. Bitte! Bitte! Wir müssen gewinnen. We have to win. Nein! Hüpf. Hey, ah, natürlich. Gut gemacht. Abschuss bestätigt.
Nein, ich wollte ihn noch. Ich hätte ihn killen können auf jeden Fall. Nur ich habe den Dogtag erstmal bevorzugt, weil ich dachte, wir können noch gewinnen. Aber. Das wird die Bilanz zerstören. Reichweite! Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Arbeit von meinen Teammates, ne? Einfach da rumzustehen und gar nichts zu tun. Ja, auf jeden Fall sehr gut. Wisst ihr was? Also, ich muss ehrlich gestehen, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass sowas passiert und ich mich so aufregen muss. Wisst ihr was? Es kotzt mich an. Ich werde einfach in Team Deathmatch reingehen, weil ich ganz ehrlich bin, dass Team Deathmatch die meisten Leute spielen. Übrigens, ich habe manchmal das Gefühl, das Spiel wird mehr gespielt als Black Ops 2. Und ich habe mir Gedanken darüber gemacht, I Road to Commander in jedem COD zu machen, von COD 4 bis Call of Duty Ghosts. Das Ganze macht mir Spaß, auch wenn es mich ziemlich aufregt, weil ich diese schlechten Gameplays einfach nicht so rückgängig machen kann. Das ist halt ein bisschen scheiße, ne? Aber was soll ich sagen? Was soll ich machen, meine ich? Ja, er überlebt natürlich noch! Oh, er hättest du überlebt. Oh, hi. Ey, ach so, er kann das canceln. Canceln. Bestes Wort ever. Der Zeitplan ist in Gefahr. Wir haben verlieren. Kein Ding, dazu bin ich jetzt im Team reingekommen, um das Spiel noch umzudrehen. Seht ihr, wie ich das Spiel umdrehen werde, Alter? Okay, die kommen jetzt auf jeden Fall von hier rechts. Von hier kommen die auf jeden Fall. Okay, das war ganz genau falsch geschätzt. Tut mir leid. Okay, Moment mal. Ich kam jetzt gar nicht mehr klar, Alter, von wo die kommen könnten. Eigentlich habe ich ja immer dieses ja, ich weiß, von wo die kommen. Oh, da ist ein Sniper. Stopp, dummes Geburt. Oh, da, ich habe eine Drohne. Hi. Wo ist er? Ach, da ist er. Oh mein Gott, Alter. Du bist ein ganz cooler, ja. Auf jeden Fall der beste ever. Muss ich ja schon sagen. Respekt, Alter. Komm schon, Teammates. Ich bin doch da. Ich kann gewinnen. Und wieso join ich immer in fertige Spiele rein? Ja, gut gemacht. Komm schon. Komm schon, Teammates. Ah, noch so viele Kills. Meine Teammates, die sterben dauerhaft. Ich bin zu aggressiv. Oh, ich bin zu aggressiv, Alter. Beruhig dich, Alter. Schon wieder verloren, ey. Ohne Scheiß, ey. Eine schmachvolle Niederlage. Na los. Joa. Auf jeden Fall eine sehr attraktive Killcam, ne? Lässt sich auf jeden Fall sehen lassen, ne? Wow, und dann ist er gestorben. Sehr gut, auf jeden Fall. Da komme ich rein. Ach, ey, Leute, ohne Scheiß. Das Problem liegt echt... Guck mal, Ich weiß manchmal nicht, was ich dazu sagen soll, aber es gibt wenigstens eine gute Neuigkeit. Und zwar haben wir jetzt endlich die B2-3R freigeschaltet. Was übrigens mein Lieblings-Secondary ist. Und die werden wir jetzt überall reintun. Und viele haben auch gesagt, dass sie immer Zähigkeit reinnehmen. Ich glaube, ja, das war das Perk Zähigkeit. Ne, das ist sogar der Perk, ne? Werde ich auch jetzt in jede Klasse reinnehmen. Und diesmal werden wir auch mit einer anderen Klasse spielen. Und zwar nehmen wir die PDB jetzt erstmal mit einem Schalldämpferaufsatz. Mit der B2-3R, für die haben wir allerdings noch keine Aufsätze. Wir werden auch Hardliner mitnehmen, damit wir an die Perks ein bisschen schneller kommen. Und ich sollte mich langsam darauf gefasst machen, die größeren Perks zu benutzen, damit ich das Spiel mehr so zum Sieg führen kann. Und ich freue mich schon, wenn ich meine... wo ist sie? Wo kann ich eigentlich schon nehmen? Ah, noch die erste Mine. Wann habe ich... 28. Das dauert immer alles so lange irgendwie. Das pisst mich auch mal an. Was wollte ich machen? Ich wollte gerade etwas machen. Was wollte ich denn gerade machen? Ich weiß es nicht mehr. Kein Plan. Oder? Wisst ihr was? In der Zeit können wir einfach unsere Blamp fertig machen. So. Was gibt's denn hier alles? Hab noch nicht so viel freigeschaltet. Alter, cool. Yeah. Yeah. Ich liebe diese Symbole. Einfach sexy. Sexy lady. A sexy, sexy lady. Ah, sexy. A sexy, sexy lady. Wisst ihr was? Wir werden uns auf jeden Fall im Road to Commander ein richtig geiles, sexy, Emblem erstellen. Boah, da kann man echt kreativ sein, ey. Geil, Alter. Oh, guck mal, wie süß. Wir werden das mal vorübergehend nehmen. So, es ist doch schön. Einfallsreich. Speichern.
Emblem wird gespeichert. Nur jetzt mal vorübergehend, weil was anderes hätte ich denn nicht bekommen können. Und wir spielen auf der Map Penis mal wieder. Weil die Map so sexy ist. Sexy Lady. Okay, los geht's. PDW am Start. Ist zwar nicht meine Lieblingswaffe, aber gibt's hier eigentlich einen Schaftaufsatz für die PDW? Bin mir nicht sicher. Los geht's. Zeigt ihnen, was der Glaube an die Sache bedeutet. Da ist einer. Den kill ich. Hundertprozentig. Wette ich mit euch. Der war zu dumm. Da ist einer, da ist einer. Da ist einer, den habe ich auch gekillt. Das Gute bei der Waffe ist einfach, dass man nicht so oft nachladen muss. Und diese Gegner, die werden jetzt hier jetzt langkommen wahrscheinlich. Oder wollen die flankieren? Ich bin mir nicht sicher. Nein! Oh shit, Alter. Okay, das war jetzt nicht geplant. Keine Ahnung, was gerade los war. Irgendwie habe ich nicht konzentriert. Irgendwie kein Plan. Ja, denkt auch, wer Pro-Spieler, Alter. Aber nicht, wenn er gegen mich spielt, Alter. Glaub mir, mein Freund, glaub mir. Wenn ich mitspiele, ist nichts mehr mit gut sein. Natürlich. Alles wird gut. Jeder hat mehr Drogen. Hab ihn noch geholt, aber... Ah ja, genau. Ich wollte meine Killstreaks ändern. Jetzt fällt mir ein, was ich machen wollte. Und deswegen nimmt man die Taktikeinstellung normalerweise. Nur beim Messer hat man da Probleme. Keine Ahnung, ich kann irgendwie nicht messern. Ich bin so schlecht im Messern. Messern war noch nie mein Ding irgendwie. Ich werde immer gemessert, immer. Okay, ich gehe jetzt hier mit meinem Teammates lang, was ultra dumm ist eigentlich. Das ist immer das Dümmste, was man machen kann. Geht immer da lang, wo eure Teammates nicht lang gehen. Das klingt zwar komisch, aber es ist wirklich hilfreich. Seht ihr? Es hilft einfach immer, keine Ahnung. Es ist immer besser, kein Plan. Seht ihr? Ah, shit, das hätte ich nicht erwartet, aber meistens ist es besser, wenn man nicht da lang geht, wo die Teammates lang gehen, weil die Teammates immer Drogen nehmen und die gehen einfach irgendwo lang. Ja, ganz genau. Er hat auch Drogen genommen. Habt ihr gesehen, wie viel Drogen er zu sich genommen hat? Genau wie er. Und wer noch? Keiner. Oh nein! Ah, haben wir noch erwischt. Okay, das war ganz gut. Oh, da ist einer. Da ist einer, da ist einer. Teammate, achte auf die Karte! Der ist echt so blöd, auf die Karte zu achten. Aber macht dir nichts draus. Jeder nimmt mal Drogen. Nein! Oh, was macht er da auf dem Dach, Alter? Was macht er da auf dem Dach? Da sind alle. Da sind alle. Seht ihr? Der chillt. Der ist eingeschlafen. Eingeschlafen. Während im Krieg. Er ist mitten im Krieg und ist eingeschlafen. Penner, Alter. Das schläft einfach. Es tut mir so leid. Oh, shit. Natürlich. Kein Ding, bleib da oben. Was hättest du kein Leben, Alter? Er hat halt eine lange Waffe. Den Vorteil verloren. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ja, ich kann nicht zielen, auf jeden Fall. Bin auf jeden Fall gut. Ne? Bin auf jeden Fall der beste Spieler ever. Schnell runter hier. Hier kann ich noch gar nicht den Ort, Alter. Wo bin ich hier gelandet? Geil, Alter. Hier wird mich niemand erwarten. Oh. Oh, hi. Drohne erwartet Befehle. Warte, er wird dein Teammate wahrscheinlich sehen. Ah, hinter mir. Über mir, oder? Boah, ich würde so gerne diese... Boah, ich würde so gerne... Hunter-Killer-Drohne. Der wird wahrscheinlich kommen. Ja, habe ich doch gesagt. Okay, schnell eine Hunter-Killer in die Luft. Ich brauche stärkere Perks. Bisschen. Also ich denke, ich werde bei der Drohne auf jeden Fall bleiben. Nur halt, dass ich ein Loadster mitnehme. Und am besten... Oder? Ich weiß nicht. Drohne ist nötig oder nicht? Kein Plan. Und der Typ, der stirbt die ganze Zeit durch mich. Ah! Egal, jetzt können wir den wenigstens eliminieren, weil die sich so offen dahinlegen. So nach dem Motto, bitte kill mich. Und da der Typ eingeschlafen ist, können wir den killen. Oh shit, ich sehe... Nein, 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 nein! Von wo kommt der, Alter? Hat sich einfach hinteleportiert, der Tolopatata. Er mit seiner Pistole, ist er behindert, Alter? Oh, hi! Oh shit! Ey, komm her, komm her, komm her! Komm her, komm her! Oh mein Gott! Du Teleportator! Mamma mia! Mamma mia! 23,9! Auch nicht gut, ich bin echt unzufrieden mit meiner Leistung bis jetzt. Sehr schlecht, Alter. Aber ich muss sagen, dass das bei Road to Commander öfter so der Fall sein wird. Weil, wie gesagt, ich bin eigentlich ein besserer Spieler.
Aber beim Road to Commander muss man sich halt dann gewöhnen, dass es manchmal ab und zu mal nicht so gute Spiele gibt. Und das ist bei jedem nun mal so, weil keiner hat in Call of Duty immer ein gutes Spiel. Und ich bin zu blöd, um den zu treffen, sonst wäre ich schon viel früher damit fertig geworden. Aber egal. Was ich sagen wollte, jeder hat mal ein schlechtes Spiel. Und dazu gehört ihr, nicht nur ihr, sondern auch ich. Und das ist auch der Grund, wieso ein paar Leute einfach keinen Road to Commander machen wollen. Weil sie halt die schlechten Spieler nicht so gerne zeigen wollen, was ich auch verstehen kann zum Teil. Aber ich schätze mal, das ist normal. Also auch, dass ich mal ein bisschen nicht so immer gute Spiele habe oder sowas. Und ich wünschte zum Beispiel jetzt, ich hätte bessere Perks mitgenommen. Und da, man, das wäre jetzt Fehler, mich mit dem anzulegen. Weil er einfach, ja, es hat einfach die Langkampfwaffen. Okay, warte mal. Passt, passt, passt. Alles, ich habe alles in Kontrolle. Verbündeter Blitzschlag steht bevor. Oh, zwei Kills nur, schade. Hätte mehr erwartet, aber egal. YOLO. Jolonski. Ah, Mr. Jolonski. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Bam, bam. Danke für den Kill. Oh, da ist einer hinter mir. Ich muss gar nicht nachladen. Oh, wir haben verloren! Unsere Sache wird schwächer. Auf jeden Fall ein einzigartiger, grandioser Kill, ne, muss ich sagen, ne. Keine Ahnung, ich weiß, kein Plan, wie man verlieren kann, kein Plan. Wenn ihr wisst, wie man verlieren kann, bitte erklärt's mir. Yay, neue Visitenkarte. Okay, letztes Spiel für heute wahrscheinlich. Nehmen wir mal eine zufällige Karte, weil keine von den beiden Maps gefällt mir so sehr. Okay, arbeiten wir erstmal an unserem... Ich überlege, was man machen kann. Ich überlege ernsthaft, was man machen kann. Und das gefällt mir nicht so. Was halt gut ist, sind diese Symbole hier. Gibt es hier vielleicht so einen ganz normalen... Ach, hier gibt es einen Kreis, okay. Kleiner. Wir können ja mal einen richtig perversen... Oder wenn ihr Ideen für ein Emblem habt... Ich könnte auch ein Snickers-Eis machen, allerdings muss ich dann alle Buchstaben freischalten. Können wir später machen, wir können ja nicht nur ein Emblem machen, sondern auch 2 oder 10 oder 20 oder 30. So. Wo ist die Kugel? Das Bällchen? Okay, ich hoffe, das ist gespeichert. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann, wenn wir noch zum Schluss des Parts noch ein bisschen arbeiten an diesem... Weil ich will gar nichts privat machen hier auf diesem Account. Ich will wirklich alles im Road to Commander machen, wirklich alles. Team Deathmatch. Das ist auf jeden Fall mein Ziel, sodass ihr von allen mitbekommt. Ihr kleinen Perversen, ne? Vollstreckung. Ich mag die Map, ich mag die Map sehr gerne. Also Black Ops 2 hat echt Maps gehabt, die mir echt gefallen hatten. Beziehungsweise mir immer noch gefallen. Ich tue ja so, als wäre das Spiel nicht mehr da oder sowas. Und First Blood für mich. Also First Blood heißt erster Kill übrigens. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Da kommt der angelaufen mit seiner Stromflinte und killt mich. Ach, mein Gott. Okay, hinter mir sind... Ich konnte mich nicht entscheiden, wen ich killen soll. Ja, hundertprozentig hier. Hundertprozentig. Nein, nein! Egal. Keine Kommentare, okay? Seid einfach leise, bitte. Nicht jetzt. Ich sehe auch gar nichts. Bin so schlecht im Zielen, Alter. Mein Aiming ist Müll, Alter. Jetzt ohne Scheiße, ey. Mein Aiming ist Müll. Diese Waffe verzieht auch zu heftig. Unglaublich, Alter. Ich meine, der größte Vorteil an dieser Waffe ist einfach, dass sie so ein großes Magazin hat. Ja, natürlich, kommt von rechts, Alter. Und ich habe das Gefühl, wir verlieren schon wieder. Wieso lande ich denn immer in diesen Teams, Alter? Kommt schon, Teammates, bitte. Oh mein Gott, das kann doch nicht sein, dass es so schlecht läuft für mich. Achtung, feindliche Drohne nähert sich. Ja, natürlich, hat Selbstmord begangen. Sah irgendwie so ein bisschen aus, oder? Hundertprozentig kommen die jetzt von hier. Ich werfe mal eine Granate hier hin. Noch eine. So.
Tada! Überraschung! Danny Burn ist am kommen. Okay, das klang mal wieder komisch irgendwie. Aber ich bleib jetzt hier, weil ich das Gefühl habe, dass von rechts einer kommt und dann einer hier runterspringt. Ja, der kommt jetzt von da. Alles klar. Pitchlag. Easy, locker, flockig aus der Hüfte. Okay, jetzt soll ich den Blitzschlag mal aktivieren. Das ist der perfekte Zeitpunkt, weil die alle so versammelt sind. Müsst auch immer den richtigen Zeitpunkt für euer Blitzschlag aktivieren, natürlich, ne? Ah, abwarten meine ich, sorry. Okay, da hinten ist einer. Nein, nein, da ist einer, definitiv. Alles wird gut, hier dann mal Drohnen. Auch du, mein Freund. Okay, wir können das Spiel, ja, wir gewinnen wahrscheinlich, hoffentlich, weil mein Team jetzt nicht verkackt. Verbündete Hunter-Killer-Drohne eingesetzt. Verbündete Drohne nähert sich. Hunter-Killer-Drohne hat ihn gekillt, genau den, auf den ich... bei dem ich auf der Suche war. Nachdem ich auf der Suche war. Gutes Deutsch, Danny, auf jeden Fall, ne? Also, Da ist einer. Wenn er dahin zu gehen, wäre Selbstmord. Ich wusste, dass er kommen wird. Das war so dumm von dem. Okay, die sind wieder so ein bisschen versammelt. Oh. Verbündeter Blitzschlag steht bevor. Gute Treffer, ein Abschuss. Die müssen von hier kommen. Ich gehe jetzt mal ganz schnell hier durch. Springe hier mit dem Dolphin Jump rein. Und dann komme ich von hinten. Okay, die sind hier nirgendwo. Da ist einer, da ist einer. Ich höre ihn. Ah, hast du sogar... Nein, er hat eine Claymore da platziert. Aber das war nicht der Grund, wieso ich gestorben bin. Der Grund, wieso ich gestorben bin, liegt einfach ganz einfach darin, dass ich scheiße bin. Scheiße, Meiche. Easy. Oh, ich würde deine Waffe gerne aufheben, aber deine Waffe ist so hässlich. Obwohl, die Tarnung sieht ultra geil aus. Die ist so sexy, Alter, diese Tarnung. Und ich wünschte, ich hätte eine Esmin, da könnte ich mich hier vercampen ein bisschen. Ja, gutes Aiming, ja. Auf jeden Fall, bestes Aiming ever. Ja. Ich kann ernsthaft nicht zielen. Vielleicht liegt es auch an der Waffe, ich weiß es nicht. Hoffentlich killt das jemand. Okay, lass mich hier lang gehen, weil ich habe das Gefühl, die kommen jetzt von da. Kurz eine Granate dahin, damit keiner irgendwie aus Zufall dahin kommt. Naja, ah, ich hätte es wissen müssen. Ich hätte warten müssen oder liegen bleiben müssen, dann wäre ich nicht gestorben. Hüpp, flieg. Scharfschütze, runter. Na los, na los. Ja, da ist keiner. Wir sind sicher. Immer weiter kämpfen. Wir liegen vorn. Immer weiter kämpfen. Wir liegen vorn. Mann, hatte der wenig Leben, Alter. Das wäre eine leichte Beute für mich. Oh, oh, von hinten. Ja, was du kannst, kann ich schon lange, das mit Springen. Diese Taktik kam von mir ursprünglich. Ich war derjenige, der die ganze Zeit gesprungen ist. Okay, die sind da alle. Ich überlege gerade. Drohne aktivieren und schnell hier reingehen. Was anderes bringt nichts. Wenn ich jetzt da lang gehe, wäre ich tot. Also wundert euch nicht, dass ich nicht so aggressiv... Doch, ich spiele schon ziemlich aggressiv eigentlich. Die versuchen das auch immer hinzulegen, ne? Und wir haben den Kill. 29-6 ist schon ein bisschen besseres Spiel gewesen. Auch nicht der ideale Score, aber mit Lone Killstreaks und so weiter und so fort haben wir auf jeden Fall das Spiel... Oh, übrigens, schaut euch mal, wie das Herz da unten aussieht. Ist das nicht süß? Haben wir das Spiel auf jeden Fall zum Gewinn gebracht, weil ich fühle mich immer gut, wenn ich das Spiel so zum Gewinn bringe. Ich meine, ich habe meinem Team ungefähr 23 Kills beschert. Und ich glaube, durch mich haben wir auch gewonnen. Okay, das Herz, übrigens, das Emblem hat sich nicht gespeichert. Und ich nehme jetzt schon wieder zu lange auf. Im nächsten Part werden wir wahrscheinlich das Emblem fertig machen, beziehungsweise ein neues anfangen, weil wir haben es ja nicht geschafft. Und ich bedanke mich fürs Ende schon. Es freut mich extrem, dass euch diese Serie so gefällt und ihr mehr davon sehen wollt und ihr auch mal Daumen da lässt und so weiter und so fort. Und ja, wenn es dir gefallen hat, lasst wieder einen neuen Daumen nach unten. Oh, oh, blablabla. Ihr wisst schon was Bescheid. Bewertung nicht vergessen. Und ja, abonniere jetzt meinen Kanal, um ein Snickers Eis Crew Member zu werden. Und dann sage ich nur noch ciao, ciao. Ich weiß wie. Lass uns nochmal sterben, okay? Lass uns nochmal sterben. Okay. Komm her. Ich zeig dir wie.
Bestimmt klappt es so. Ich weiß nicht, glaubst du, mein Portal geht durch deins? Also wenn ich jetzt Nee, pass auf. Ich mach ein Portal.